Ich habe die Sterne immer geliebt. Täuschung war nie meine Absicht. Ihr verdient die Wahrheit. Die Macht steht euch nicht zu Diensten. Und doch triumphiert ihr über weit größere Kräfte. Ich muss euch meinen Respekt zollen. Ich bin euch hierher gefolgt, damit wir ungestört sprechen können. Ihr macht mir doch jetzt keinen Antrag, oder? Haltet mich nicht zum Narren. Die Galaxis verändert sich. Und wir müssen uns mit ihr verändern. Eure käufliche Crew von Söldnern. Sie folgen euch aus Eigennutz. Ein feiger Schurke. Ein naiver Reisender. Die ruhmsüchtige Weise. Der möchte gern Mandalorianer. Und ein brutaler Psychopath. Ihr braucht diese Gesetzlosen nicht mehr. Ihr brauchtet sie nie. Vielleicht nicht alle, aber eine unter ihnen ist etwas Besonderes. Liebe verwelkt, wenn sie nicht gepflegt wird. Lässt man sie zu lange alleine, sucht sich die Liebe ein neues Opfer. Wir werden wieder zusammen sein. Mit jedem Tag entgleiten sie euch mehr. Ohne einen Fixpunkt, ohne uns, wirbelt die Galaxis und alle mit ihr ins Chaos. Was geschieht mit mir? Das Einfrieren in Carbonit verlief nicht optimal. Euer Körper ist vergiftet. Er stirbt. Alte Feinde sind gekommen, um euer Leben zu nehmen. Ich habe sie schon einmal besiegt. Ich werde es wieder tun. Wenn ihr leben wollt, müsst ihr kämpfen. Carbonitgefrierung. Stoppen. Ich mache das hier unsichtbar. Und wieder stoppen. Ich muss weiter. Kapitel 1 abgeschlossen. 697.000. Ehrlich? So viel? Datenkristalle. Das ist ein neues Material. Datenkristalle enthalten Aufzeichnungen über strategische planetarische Ressourcen und einflussreiche Kontakte, die du bei deinen Missionen in der Galaxis sammeln kannst oder gesammelt hast. Du kannst sie für Aufrüstungen und andere spezielle Gegenstände eintauschen. Boah, schon fast. Das ist ja ganz schön viel, ne? Was ich hier an Erfahrung kriege. Aber das macht mir nichts. Eieiei, was ist da los? Da kommen Feinde. Oh, wenn ich springe, kann ich höher springen? Aber das Heilen, dieser Heilen hört sich auch sehr gut an. So ein Hall. Hall, 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 Hall. Da hätten sie noch welche. Ich mach alle platt. Das ist krass, also das ist sowas von geil, die Story bisher. Diese 7 Tage früher haben sich gelohnt, denn das letzte Mal, 7 Tage vorher, da habe ich mich so ein bisschen geärgert, weil da waren noch Bugs mäßig und andere Sachen, die noch nicht richtig fertig waren und so. Und bisher scheint es als fertiges Spiel, also bisher so. Winterschlafkrankheit, das Anfängen in Carbonit verlief nicht optimal, du stirbst langsam. Das will ich nicht. Ich will nicht sterben. Ich bin Mandalorianer. Mandalorianer haben keine Angst vor Sterben. Ja.
Ja, es läuft doch. Was ist das? Ein Triebwerk. Meine Marco, die hat keine Hose an. Warum auch immer. Das frage ich mich noch. Wo ist eigentlich mein Sprengfall? Den müsste ich doch wieder haben, eigentlich. Oder ist der nicht mehr drin? Haben sie den rausgenommen? Das muss ich mal kurz nachgucken. Da ist er. Da ist mein Sprengfall. Kaputt, jawohl, fände ich den alle. Das ist so cool, ey. Das Kaponit so als Traum. Schon geil gemacht. Das ist echt cool gemacht. Was ist da los? Kennt ihr die noch? Jun Seros, Taroblatt. Taroblatt, unser erster Boss, sage ich mal, unser erster richtiger Zwischenboss, unser Erzfeind in der großen Jagd. Jun Seros, der uns, gegen Ende unser Feind war. Also von der Hauptstory gegen Enzo unser Feind war und uns alle möglichen Sachen angelästert hat, die wir nicht getan haben. Jetzt müssen wir beide nochmal töten. Vision aus der Vergangenheit. Bin ich ein Boss? Was ist eigentlich mit den Boss? Die müssten das doch eigentlich vorhergesehen haben. Die müssten doch als Einzige wissen, was hier abgeht. Da bin ich mal gespannt, ob die da irgendwas mit eingebaut haben, ob die daran gedacht haben. Bioware. Denn die Voss sind die einzigen, die davon eigentlich wissen müssen. Ihr wart denjenigen in eurer Nähe schon immer überlegen. Sogar euren Gefährten. Lasst eure Vergangenheit ziehen. Werdet zu etwas Größerem. Ihr habt euer Gesicht und eure Stimme verändert, aber ihr sprecht noch immer in Rätseln. Ihr verschwendet meine Zeit. Ach, mein gescheitertes Imperium. Ihr habt nie hierhin gehört. Und doch habt ihr euch für mörderische Bürokraten durch den Dreck gewühlt. Welchen Sinn macht es, sich im Selbstmitleid über euer größtes Scheitern zu suhlen? Um zu beweisen, dass ich recht habe. Der Rat der Sith, der imperiale Geheimdienst, die Mandalorianer, sie alle scheitern. Nur ihr alleine erreicht den Sieg. Ich bin in Carbonit gefangen, sterbe durch Gift und spreche mit euch. Ein Sieg fühlt sich wohl anders an. Eine Raupe verpuppt sich, damit ihr Flügel wachsen. Sie kriecht nie wieder und blickt nie mehr zurück. Das Imperium ist es nicht wert, gerettet zu werden. Und die Republik ist es nicht wert, zerstört zu werden. Uns erwartet ein weit größeres Ziel. Das Imperium ist stärker, als ihr denkt. Ich werde meine Heimat nicht im Stich lassen. Lasst euch nicht durch Rührseligkeiten die Realität vernebeln. Sie brauchen einen Sündenbock für ihre Niederlage. Sie haben euch gewählt. Eure degenerierten Kinder werden Drom und Kass niemals erobern. Imperium, Republik, beide fallen vor dem ewigen Thron. Ihr könnt die Zukunft nicht aufhalten. Rettet euch! Belebe die gefallenen Zivilisten wieder. Ihr habt uns im Stich gelassen! Büßt für eure Verbrechen! Sterbt! Ich habe gar nichts gemacht.
Das ist ja sowas von krass. So Schuldgefühle gegen die wir ankämpfen. Eigentlich bin ich ja nicht Imperiums anhängig, sondern ich bin ja ein Mandalorianer. Mandalorianer gehören nun mal zum Imperium. Also kämpfen seien sie jäher für das Imperium. Ich werde von Valkorion geheilt. Das ist ja interessant. Und hier das Feuer, wie das da einfach so anhält. Kann ich hier rüberspringen? Da kommen wir bestimmt gleich nochmal hin. Ich will immer anspringen, aber ich habe ja noch, nicht die Erfahrung, um Level 61 zu werden. Das ist so verwirrend. Aber bald habe ich es geschafft. Also ich kann das nur wiederholen, das ist mega, mega stark. Ich bin froh, dass ich die 7 Tage früh habe. Ich werde immer weiter karbonisiert, je mehr ich die Leute töte, habe ich das Gefühl. Ihr kriegt mich nicht. Mich stört, dass meine Marco keine Hose an hat. Das stört mich jetzt am meisten, um ehrlich zu sein. Aber naja. Das wird wirklich. Ich habe ja nichts gemacht. Wenn ihr nicht ziehen könnt, nicht treffen. 1 Sith Lord. Ich frage mich, was der Imperator mit uns vorhat. Er redet ja mit uns. Und was der wohl. Level 61. Schulterkanone. Ich habe die Schulterkanone auch noch nicht gelernt. Aber ich müsste noch anspringen mit Level 61 lernen. Da ist es. Ja, hätte ich mal früher geguckt. Macht aber nichts. Besiege Mandalore. Nicht Mandalore. So, Chef sozusagen. Der ist schon etwas härter als die anderen. Also hält mehr aus. Also härter jetzt vom Aushalten meiner Attacken. Der große Mandalore. Nur ein weiteres lästiges Hindernis auf eurem Weg. Ich bin gut, aber um Mandalore zu erledigen, braucht es schon mehr. Falsche Bescheidenheit ist hier nicht angebracht. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr zu eurer Macht stehen.
Okay. Was ist jetzt? Finde Valkorion. Dann renne ich mal vorwärts. Kleiner Monolith, den kennen wir ja schon. Stirb, Monolith. Aber vielleicht müssen wir wirklich sagen, dass wir Stärkste sind oder so, sonst kommen wir hier vielleicht gar nicht raus oder so. Belebe die gefallenen Zivilisten wieder, das haben wir jetzt nicht gemacht. Ich habe auch keine gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe auch nicht gesucht, muss ich jetzt gestehen. Knochen von einem Greitrachen. Da haben sie das übrigens auch geändert. Diese Violetten heißt auf der Karte Story-Mission, Missionsgebiet, Erkundungsmission und wiederholbare Mission und Missionsziele und so weiter und so fort. Das haben sie auch neu geändert, das haben sie auch geändert. Guck mal, wie viele Instanzen hier drin sind. Wie viele Instanzen hier sind, das ist doch mega. Das ist mega krass. Siost, die Welt, auf der sich alles veränderte. Für mich, für euch, für die Galaxis. Ihr habt ihr jedes lebende Wesen getötet. Sie starben und öffneten meine Augen für die Wahrheit. Ich bin dem Griff des Todes lange entronnen. Alles stirbt, selbst ihr. Unser Fleisch ist nicht das, was wir sind. Stimmen, Hände, Kinder. Ich brauche diese einfachen Mittel nicht mehr. Ich bin endlich wirklich frei. Seid ihr auch frei, wenn ich an Carbonitvergiftung sterbe? Vielleicht. Aber das ist nicht mein Ziel. Ich habe alles getan, was ich konnte, um euer Leben zu bewahren. Warum solltet ihr das tun? Ihr seid ein Teil von mir, den ich erhalten möchte. Wenn ihr leben wollt. Ich komme allein mit diesem Schlackerhaufen zurecht. Dann zeigt es mir. Das schaffen wir doch locker. Wahrscheinlich werde ich jetzt nicht mehr geil von Valkorion. Dann kann ich nicht. Sieht doch ganz gut aus für uns, was? Gescheitert? Der scheitert immer daran an seinem Wurf. Gleich ist er erledigt, dieses dastehende Vieh. Geld! Ihr seid der Einzige, der es je mit meinem Überlebenswillen aufnehmen konnte. Es geht nicht ums Überleben. Ich muss einen Krieg gewinnen. Nein, der ist schon lange vorbei.
Was soll das heißen? Der ist schon lange vorbei. Machtsitz in der Galaxis. Das kann nicht sein. Wie lange war ich? Länger als ihr glaubt. Sakul hat meine Erwartungen übertroffen. Die mächtigste Flotte der Geschichte und eine Armee von Wächtern, die wissen, dass die Macht mehr ist als nur die helle und die dunkle Seite. Aber meine Kinder missbrauchen ihre Macht. Kümmert sich eure Frau denn gar nicht um sie? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe sie gehen lassen. Meine Vergangenheit hinter mir zu lassen, brachte mir Freuden ein, die ich mir vorher verweigert hatte. Ich habe auf Sakul die Liebe erlebt. Wer weiß, vielleicht findet ihr sie auch. Ich habe mein Leben jemandem gewidmet. Eure Kinder haben uns auseinandergerissen. Und doch könntet ihr wieder zusammenfinden. Wir müssen uns um meine fehlgeleiteten Kinder kümmern, bevor sie alles ruinieren. Ich wusste doch, dass ihr etwas wollt. Alleine könnt ihr sie nicht aufhalten. Sie sind tödlich. Und was schlimmer ist, es mangelt ihnen an Disziplin. Unterschätzt sie nicht. Wir müssen zusammenarbeiten, um eine Chance zu haben, den von ihnen verursachten Schaden zu beheben. Tochter wirft mir seltsame Blicke zu. Vaylin war schon immer mein Liebling. Was ist los? Interessant. Eure Tochter traut eurem Sohn nicht. Sie traut niemandem. Wir werden beide wiedergeboren. Wacht auf! Wir müssen los! Versucht nicht, euch zu bewegen. Ihr liegt im Sterben. Ich habe hier zwar euer Heilmittel, aber ich werde nicht lügen. Das wird wehtun. Das war ja gar nicht so übel. Lana... Ich bin froh, euch zu sehen. Ich weiß zwar nicht, wieso da so viele von euch sind, aber... Verschieben wir die Danksagung, bis ihr euch wieder ganz erholt habt und wir von diesem Planeten runter sind. Macht euch schnell bereit. Ist das ein republikanisches Modell? T7O1. Er hat zugestimmt, bei eurer Rettung zu helfen.
Keine große Crew. Ja, mehr habe ich leider nicht zusammenbekommen. Es muss reichen. Das Imperium und die Republik stehen kurz davor, dem Mann in die Hände zu fallen, der euch gefangen nahm. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Kommt schon! Mm-hmm.